Der Wochenauftakt ist kein schlechter, zumindest mal, wenn man über den großen Teich guckt. Wir gucken uns mal den Nasdaq an, dann sehen wir, dass wir eigentlich ganz okay unterwegs sind. Das kann durchaus noch schöner sein, aber im Moment scheint aufwärts ja durchaus erstmal gegeben. Zumindest im Augenblick noch sehen wir ganz klar, dass wir auch im Intraday-Chart, also für all diejenigen, die auch mal kürzerfristig dabei sein wollen, die Aufwärtsseiten immer sehr, sehr stark, die Abwärtsseiten sehr, sehr schwach. Manchmal fünffällig, manchmal am Ding gezogen, am Ding sage ich, am Lineal gezogen, aber dann immer wieder unterbrochen von diesen langweiligen, sage ich jetzt mal, langsamen Korrekturen. Solange dieses Muster eben da bleibt, für all die Intraday-Händler jetzt unter uns, vielleicht ganz spannend, was jetzt hier als nächstes passiert. Solange dieses Muster bestehen bleibt, gibt es eigentlich keine andere Richtung außer Long, aber immer dann, wenn der Kurs dann diesen Ausbruch auch wirklich schafft, also sprich auf der Oberseite dann eben rausgeht. Also dafür die Zwischenhochs nehmen. Einfach gucken, okay, wir sind wackelig auf dem Weg nach unten, Zwischenhoch nehmen. Okay, wir sind wackelig auf dem Weg, also Zwischenhoch nehmen. Das kann nachher auch so sein, das wissen wir noch nicht, ob das genau so kommt, wie ich das jetzt hier mal vorgeschlagen habe. Das wäre aber zumindest mein typisches Bild. Insgesamt gesehen weiß ich allerdings noch nicht, ob ich diesem Braten noch trauen soll. Wir hatten zwar am Wochenende ja uns mal den Chart angeguckt. Ich weiß nicht, ob es jeder gesehen hat, aber ganz kurz zusammengefasst, wir haben eine durchaus nicht ganz geringe Möglichkeit, dass der Kurs tatsächlich nochmal hier ein neues Hoch nach oben hier eben bringt. Auch charttechnisch wäre das sogar noch unterstützt. Und das würde ja eigentlich hier wunderbar in dieses Bild passen, dass eben die Aufwärtsseiten aktuell immer noch sehr stark sind und teilweise sogar diese Fünffälligkeit da in sich tragen. Ich deute das mal an, so 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir so eine ABC runter, auch hier 1, 2, 3, 4, 5. Selbst in diesem kleinen Bild, im Großen, haben wir da immer schon wieder drüber gesprochen, dass es sehr typisch und gar nicht so außergewöhnlich ist, dieses Verhalten. So, solange der Kurs eine Seite steil macht, die andere Seite verhältnismäßig harmlos dagegen und dann eben in Trendrichtung bricht, also in die steile Richtung bricht, bleibt es bei der Aufwärtsrichtung. Allerdings endgültig ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, dass wir hier, ich sage mal so kurz zusammengefasst, hier eine Seitwärtsbewegung, hier jetzt eine scharfe Korrektur, die irgendwann mal zu Ende ist und die dann nochmal sich nach unten fortsetzt. Deshalb ganz wichtig, sich nicht einlullen lassen von diesen Ideen, sondern wirklich genau hingucken. Haben wir noch diese Methode hier im 5-Minuten-Chart oder haben wir sie nicht mehr, wenn der Kurs irgendwann dann sowas macht? Also das pariert mit einer sehr steilen Abwärtsbewegung und dann umgekehrt so diese Trendbewegung. Das, was ich hier jetzt vorhin mehrfach gezeichnet habe, notfalls das Video vorne nochmal gucken, wenn das dann hier auf der Seite, also sprich nach oben passiert, dann ist das noch nicht so sehr weit gediehen mit dieser Überlegung. Wir können mal gucken, wo hier Widerstände im Markt liegen. Ich gucke immer, ob das Ganze clustert. Eine einzelne Fibo-Marke beispielsweise ist für mich da noch nicht so sehr ausschlaggebend. Aber wenn wir in einem Markt viele Marken auf gleichem Niveau haben, dann ist das zumindest mal ein gewisses Indiz. Jetzt haben wir hier die 38 Retracement dieser gesamten Bewegung immerhin schon mal hier gesehen. Also das ist ja immer so ein bisschen ein Indiz. Man kann natürlich auch noch mal gucken, nur diesen letzten Arm hier dann mal zu messen. Und immer dann, wenn mehrere Marken sehr eng beieinander liegen, dann ist das so ein bisschen ein Indiz, dass da viele Leute drauf gucken. Das ist keine Garantie, dass der Kurs da dreht. Aber je mehr Marken beieinander liegen, desto mehr Marktteilnehmer werden natürlich sagen, boah, da gucke ich mal ein bisschen genauer hin, denn ich habe hier was liegen. Und wir wissen, wie das ist, wenn man sieht, hier habe ich irgendwie so eine Marke eng beieinander. Also wir sind hier ziemlich exakt auf dem aktuellen Niveau 16, Quatsch, 10.621 jetzt so ganz roundabout. Aber so eine Marke hier, die würde dafür eigentlich durchaus in Frage kommen. Die unteren, die können wir schon wegmachen, denn da sind wir ja schon durch. Die nächste wäre dann knapp unter der 10.700er Marke. Das wäre aber in diesem bärischen Bild eigentlich, in diesem, wenn das wirklich der Abwärtsimpuls sein soll, das wissen wir nicht, ob es einer wird, aber wenn es einer soll, dann wäre das aber auch so ziemlich die letzte Marke, die dafür klassischerweise zumindest mal in Frage kommt. Also, noch ist es kein Anzeichen da, aber damit ist durchaus zu rechnen. Das heißt nicht, ja, das ist ein frühes Versprechen. Viele sagen sich natürlich, ja, er hat Andeutungen gemacht, er meint bestimmt. Nein, also erstens mal, ich meine immer nie, sondern ich gucke immer, dass der Markt idealerweise was macht. Und auf meine Meinung lege ich persönlich.
nicht mal wert. Ich weiß nicht, ob ihr das dann machen solltet. Aber zumindest mal an diesen Marken muss man aufpassen, was passiert. Und dementsprechend, das ist optisch auch leicht voneinander zu unterscheiden. Schub in die Richtung, wackelig in die. Oder eben Schub in die Richtung und wackelig in die. Ich habe es jetzt ja mehrmals gezeigt. Ist eigentlich ein Klassiker und nicht wirklich auffällig. Gucken wir nochmal auf den ganz breiten Markt, den Dow Jones, dass wir mal ein etwas anderes Bild sehen dazu. Dann sehen wir, dass wir hier noch wesentlich weniger entschieden sind. Allerdings auch hier gilt, dass wir eine sehr deutliche Aufwärtsbewegung im 5-Minuten-Chart. Ich weiß, 5 Minuten ist nicht jedermanns Sache, aber es ist zumindest mal das, was der Markt uns hier jetzt aktuell bietet. Und dementsprechend haben wir hier sogar noch eine Chance, jetzt sogar eine Long-Position einzugehen von diesem Tief, was wir hier haben, in der Erwartungshaltung, dass sich das nochmal fortsetzt und damit dieses Tief hier sich bestätigt als vorläufig erstmal gültig. Und die Erwartungshaltung wäre, dass das, was wir hier jetzt haben, sich da nach oben nochmal fortsetzt. Die Bewegung müsste impulsiv aussehen, so ähnlich wie hier. Hier kann man auch so ungefähr sagen, wir hatten hier mal einen Rücksetzer, wir hatten hier mal einen Rücksetzer. Wenn man die Linien dazwischen nochmal zeichnet, dann hat man wieder diese Fünfwelligkeit. Und hier im ganz Kleinen, ein bisschen deutet sich das an. Also man hat dann hier ebenfalls die Möglichkeit, nach sowas Ausschau zu halten und muss dann sich nicht auf solche Hochs verlassen, sondern kann dann umgekehrt gucken, ob man dann hier diese Zwischenhochs dann eben mitnehmen kann. Die Idee scheint aber übereinstimmend zu sein. Also wir haben ein paar Anregungen, was der Markt heute so drauf hat. Wie er es umsetzt, das werden wir dann sehen. Bitte, bitte, ganz wichtig, diese ganzen Techniken nicht als ja, genauso wird es passieren, weil das ist so plausibel, das hat er nett erklärt, das wird genauso kommen. Nein, sondern als ein typisches, ein normales Verhalten, das uns einen sinnvollen Einstieg eben bietet, eine sinnvolle Stop-Möglichkeit. Denn wenn sich diese Bewegung hier nach oben fortsetzt, können wir den Stop auf jeden Fall hier drunter legen, beziehungsweise, wir haben es oft ja schon erwähnt, hier auf die 78er-Marke. Das heißt, wir haben dann einigermaßen sinnvolle Stops. Wer sogar hier dieses Hängende noch abwartet, kann das sogar noch enger machen, hat unter Umständen einen winzigen, einen minimalen Stop, aber eine relativ lange Laufweite. Und das ist genau der Charme, nicht exakt zu wissen, was passiert, aber wenn es passiert, dann zu sagen, hey, ich habe ja nur ein bisschen eingesetzt, aber wenn es dann läuft, bekomme ich relativ viel dafür zurück. So, also in diesem Sinne hoffe ich, dass das ein bisschen eine Anregung war, wie mit den Amerikanern heute umzugehen ist. Zumindest im Kurzfristigen gibt es ja so den einen oder anderen Hinweis. Ich drücke euch alle Daumen und freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen. In diesem Sinne alles Gute.